Rapid fügt Salzburg den ersten Punkteverlust zu. Es gibt keinen Sieger im englischen Spitzenspiel und Johan Mir ist nur ein Rennen von seinem WM-Sieg entfernt. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Im Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga trennen sich die Hütteldorfer und die Bullen gestern mit einem 1:1. In einem guten Spiel bringt Sekou Keuter die Salzburger in der 29. Minute in Führung. Das Tor gelingt ihm durch die traumhafte Vorlage von Dominik Szoboszlai. Die Salzburger vergeben dann gute Chancen auf das 2:0. Durch die Einwechslung von Kara und Demir kommen die Grün-Weißen immer besser ins Spiel und drücken auf den Ausgleich. In der 85. Minute schießt dann Knas Müllner nach Vorlage durch Kara das verdiente 1:1. Ein Unentschieden, mit dem am Ende des Tages beide Teams sehr zufrieden sein können. Jesse Marsch findet nach dem Spiel lobende Worte für beide Mannschaften. Aber auch muss sagen, dass besonders nach 3 Tagen, dass Rapid hat sehr gut gespielt. Sie haben intensiv gespielt, sie haben gut gekämpft. Und wir haben vor dem Spiel gesprochen über dieses Thema und es war ein super Spiel. Und ich habe im Fernsehen gesagt, dass es war in meiner Zeit hier einer von den besten Spielen in meiner Zeit hier in der Liga für Niveau und gutes Fußball. Nach 7 Spieltagen sind Salzburg und Rapid die 2 einzigen ungeschlagenen Teams in der österreichischen Bundesliga. Salzburg ist weiterhin auf Platz 1, 2 Punkte vor dem ersten Verfolger Rapid. Nach dem Erfolg gibt es für den österreichischen Rekordmeister leider auch schlechte Nachrichten. Dejan Ljubicic muss nach einem Foul von Zlatko Junuzovic vom Platz getragen werden. Trainer Didi Kübauer spricht im Interview von einer Knöchelverletzung beim Kapitän der Rapidler. Auf dem 3. Platz der Tabelle steht der LASK. Die Linzer besiegen gestern nach dem Europacup-Sieg von Donnerstag auch die Admira. Die Stahlstädter feiern einen klaren 4:0-Sieg gegen die Südstädter, die sehr schwach spielen. Die Tore für den Linzer Traditionsverein erzielen in der 16. Trauner, in der 52. Eggestein, in der 67. Ranftl und für den Endstand hat Grgic gesorgt. Damit bleibt die Elf von Dominik Thalhammer am Spitzenduo dran. Das 3. Spiel des gestrigen Abends zwischen dem WRC und Sturm Graz muss aufgrund von 26 Corona-Fällen bei den Kärntnern abgesagt werden. Auch in der englischen Premier League gibt es gestern ein Topspiel. Manchester City und Liverpool trennen sich mit 1:1. Nach einem Foul im Strafraum an Ex-Salzburger Sadio Mané gibt es einen Elfer für die Reds. Mohamed Salah verwandelt diesen souverän in der 13. Minute. In der 31. Minute kommt dann die Mannschaft von Pep Guardiola durch Gabriel Jesus zum Ausgleich. In der 42. Minute steht dann der Man City-Star Kevin De Bruyne im Mittelpunkt. Er vergibt die Riesenchance zum Sieg, indem er einen Elfmeter verschießt. Damit steht die Mannschaft von Pep Guardiola nach 8 Spieltagen auf Platz 3, einen Punkt hinter Tabellenführer Leicester City. Auf Platz 4 der Tabelle steht Southampton, nachdem sie am Wochenende gewinnen. Das Team vom österreichischen Trainer Ralf Hasenhüttl besiegt Newcastle United souverän mit 2:0. Johan Mir hat gestern seine WM-Führung in Valencia ausgebaut. Der 23 Jahre alte Spanier holt sich in der Königsklasse seinen ersten Sieg. Hinter ihm platziert sich sein Suzuki-Teamkollege Alex Rins auf Platz 2 und KTM-Pilot Pol Espargaro auf Platz 3. Mit dem gestrigen Sieg steht der 23-jährige MotoGP-Pilot als 9. Name auf der Siegerliste dieser MotoGP-Saison. Der Spanier rückt mit dem 1. Platz 2 Rennen vor Schluss der WM-Krone immer näher. Es wäre der 1. WM-Sieg für Suzuki in der neuen MotoGP-Viertakt-Ära. Johan Mirs erster Verfolger in der Gesamtwertung, Fabio Quartararo, scheidet gestern früh aus. Quartararo und Rins sind nun punktegleich in der Wertung, genau 37 Zähler hinter Johan Mir. Valentino Rossi konnte am Wochenende wegen seinem negativen Corona-Test doch endlich wieder antreten. Aber er ist trotzdem vom Pech verfolgt. Gestern muss der MotoGP-Superstar wegen einem technischen Defekt aufgeben. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen im KRONE.at-Sportstudio. Boom, 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 boom.